Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Supreme Commander, die Aeon-Kampagne. Aber bevor wir mit dieser letzten Kampagne starten, wir haben bei den letzten beiden letzten Missionen der UEF und der Cybran eine wichtige Sache vergessen. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Das war der UEF-Teaser. Und der Cybran-Teaser. Was ist das für ein Geräusch? Was machst du? Sie kommen. Oh mein Gott. Was hast du getan? Primärfunktion komplettiert. Was könnte das wohl sein? Und mit den Aeon starten wir jetzt in die letzte Kampagne. Ich kann nichts sehen. Mein Weg war einst klar, aber jetzt ist er vernebelt. Es ist, als ob etwas, ein Ding, ein Wesen, mir die Sicht versperrt. Ich habe mich oft gefragt, warum die Seraphim uns mit diesen Gaben gesegnet haben. Der Weg war dazu gedacht, die Menschheit zu retten. Aber es ist unmöglich. Die UEF ist dem Kollaps nah. Die Sirens haben keine Chance gegen uns. Der Sieg ist greifbar nah. Doch ich spüre eine große Gefahr. Welchen Preis müssen wir für den Triumph bezahlen? Prinzessin? Der Avatar des Krieges Markson stiftet wieder einmal Unfrieden. Er verlangt absolute Loyalität von denen, die ihm dienen. Er versucht, sie zu verdrängen, Prinzessin. Er gibt ihnen die Rolle einer geistlichen Anführerin, die nicht länger geeignet ist, die Aeon Erleuchteten zu führen. Wir müssen die UEF besiegen, bevor Markson uns die Kontrolle entreißen kann. Falls Markson siegreich sein sollte, wird das zu Tod und Verderben führen. Sie müssen die Erleuchteten zum Sieg führen. Ich werde einen Champion brauchen. Es wird einer kommen. Sie müssen dem Schicksal vertrauen. Hallo Ritter, ich bin Avatar Markson. Sie werden mir Bericht erstatten, und zwar ausschließlich mir. Die Prinzessin hat immer noch das Kommando über das Militär, Markson. Es wäre klug von Ihnen, sich daran zu erinnern. Maßen Sie sich nicht an, mir einen Vortrag zu halten, Gutachter Toth. Wir stehen dank meiner Taten kurz vor dem Sieg. Ich bin das Militär der Aeon. Das ist Rigel, eine dünn besiedelte Welt der UEF. Ihre Aufgabe lautet, Kreuzritterin Risa zu unterstützen. Sie beschäftigt die UEF an mehreren Fronten. Sie wird ihre Leistung bewerten. Denken Sie daran, Ritter. Unsere wichtigste Mission ist es, den Weg in der Menschheit zu verbreiten. Das ist meine Berufung. Der Weg bringt den Frieden. Es gibt nur eine Sache, die Frieden bringt. Die komplette und vollständige Zerstörung der Cybrans und der UEF. Kreuzritterin Risa erwartet Sie, Ritter. Sie starten augenblicklich. Aha. Bisschen aggressiv kommt der rüber.
Ich habe keine Zeit, Ihre Hand zu halten, Ritter. Bauen Sie Energiegeneratoren und Masseextraktoren. Die Extraktoren können nur über Massevorkommen errichtet werden. Risa Ende. Pläne heruntergeladen. Bauen Sie eine Marinefabrik. Sie muss sich im Wasser befinden. Ansonsten lässt Ihre gepanzerte Kommandoeinheit den Bau nicht zu. Risa Ende. Pläne für Einheit heruntergeladen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eine andere Fabrik bauen kann. Aber guck mal an, die fangen alle mit unterschiedlichen Fabriken an. Die UEF mit Boden, Cybran mit Luft und hier haben wir halt jetzt die Marine. Ich dachte, der Energiegenerator wäre vielleicht auch amphibisch. Hat Luftpatrouillen in dem Gebiet. Bauen Sie ein paar leichte Angriffsboote. Sie verfügen über Luftabwehrfähigkeiten. Sobald Sie über eine kleine Flotte verfügen, greifen Sie die UEF-Patrouillen an. Pläne heruntergeladen. Entschuldigung, kommt doch mit Shift. Das finde ich jetzt besser. Die sind hinter der Fabrik und supporten da. Das ist das, was ich bei den anderen nicht verstanden habe, dass die vor die Fabrik hier sich hingestellt haben und dann supportet. Fand ich ein bisschen doof. Und da haben wir noch ein bisschen mehr Masse. Mega Masse. Und da sind die Mopeds. Nein, wir haben keine Masse. Ich orte immer noch eine UEF-Patrouille. Zerstören Sie sie. Risa, Ende. Ja. Radar hilft in dem Falle.
IDF versucht, sie mit U-Booten zu blockieren. Bauen sie in ihrer Marinefabrik eigene U-Boote. Risa Ende. Pläne heruntergeladen. Ich vermisse jetzt schon meine Salem-Zerstörer. Die waren so cool. -14 Torpedowerfer mögen sie nicht. Kostet zu viel. Jetzt haben wir -2. Kann es sein, dass die Einheiten der Aeon irgendwie dezent teurer sind? -5, -25. Eigentlich nicht. Hier überall was draufgestellt. Ah, da unten ist noch einer. Den haben wir vergessen. Was ist das? Ich setze immer mal wieder zwei Stück nebeneinander. Ist meine Maus kaputt oder? Pläne heruntergeladen. Operationsgebiet ausgeweitet. Jetzt, da Sie U-Boote haben, setzen Sie sie ein, um die UEF-Blockade zu zerstören. Ich kontaktiere Sie, sobald Sie es geschafft haben. Risa Ende. Na gut, jetzt sind wir auch +5. Wobei die Torpedo-Launcher hier, glaube ich, nicht so wichtig sind. Es wird Zeit, dass Sie die UEF angreifen. Sie haben eine Basis auf einer Insel östlich von Ihnen. Greifen Sie sie an und zerstören Sie alle Energiegeneratoren und Fabriken auf der Insel. Ich lade den Plan für die Beacon-Klasse-Fregatte auf Ihre ACU. Die Fregatte hat eine gute Reichweite, aber keine Luftabwehrfähigkeiten. Deshalb müssen Sie sie mit leichten Angriffsbooten eskortieren. Rechnen Sie damit, dass die UEF mit Abfangjägern und Bombern reagieren wird. Ich will diese Insel ausgeweitet.
Pläne für Einheit heruntergeladen. Sie will diese Insel. So, so. Ich glaube, hier haben wir wieder den Spot Aeon, hochgradig spezialisierte Einheiten. Im Gegensatz zu den Cybrans, alle können ein bisschen was. Die Dinger scheinen echt teurer zu sein. Massenspeicher können wir noch nicht. Naja, dann lassen wir ihn mal kurz die Abwehr hier bauen. Solange sind wir ja im Plus. Upgraden können wir nicht. Das ist nachvollziehbar. Immerhin ist es die erste Mission. Könnt ihr bitte aufhören, meine Torpedo-Launcher anzugreifen? Das ist unfreundlich. Da ist was Feines. Ach, guck an. Die U-Boote waren so teuer. Jetzt bauen wir das Angriffsschiff, jetzt ist es kein Thema mehr. Minus 3. Das Boot war echt minus 5. Okay. Da werde ich meine Echo ja noch mehr in den Sand setzen als bei den Cybrans. Eieieiei.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt auf mein Angriffsschiff fällst, dann hau ich dich. So, ich denke mal, 6 Angriffsschiffe sollten ausreichen, oder 7? 8? Kaputt gehen muss er nicht. Ach, die haben sogar Torpedoabwehr. Guck mal. Nicht schlecht. Bis bald. Jetzt haben wir's. Also den würde ich gerne einnehmen. Die Ressourcenbasis der UEF muss zerstört werden. Lisa, Ende. Schneckchen, das machen wir doch gerade. Ja.
Masseextraktoren können sich auch verbinden. Sie haben Ihr Ziel erfüllt. Vielleicht sind Sie dem Weg ein passendes Schwert. Risa Endo. Ich kämpfe im Norden gegen einen erfahrenen UEF-Commander. Er hat seine südliche Flanke einem Untergebenen anvertraut. Sie werden diesen Untergebenen angreifen und besiegen, um so den Weg für meinen Hauptangriff freizumachen. Greifen Sie den UEF-Commander an und zerstören Sie die Luftabwehrtürme auf seiner Insel. Seine Position ist stark befestigt, daher rate ich von einem Frontalangriff ab. Greifen Sie seine sekundären Basen im Norden und Osten an und locken Sie seine Truppen ins freie Feld. Pläne heruntergeladen. Operationsgebiet ausgeweitet. Ich bewillige Ihnen die Luftwaffenfabrik. Nutzen Sie sie, um Abfangjäger und Bomber zu bauen. Pläne für Einheit heruntergeladen. Geht doch. So, warte mal. Und was muss ich jetzt machen? Ich muss... Das ist die Hauptbasis. Da ist sie. Ich muss die beiden Basen machen. Haben wir die rausgelockt. Nur noch ein Angriffsschiff da. Der Angriff der Aeon auf die Galaxie endet heute. Du schon wieder, du bist echt immer da, oder? Soll ich mal kurz patrouillieren?
Angriff ist nicht aufzuhalten! Ja, nee, ist es doch. Der UEF-Commander schickt seine Lufteinheiten, um seine Marinebasis zu verteidigen. Zerstören Sie sie. Lisa Ende. Schade, wir haben ein Schiff verloren. Es existiert nicht mehr. Boom. Gut gemacht. Vielleicht sind sie es wert, an meiner Seite zu kämpfen. Wir Fanatiker werden die UEF niemals besiegen. Ich glaube, das ist eine komplett eigene Mission. Ich habe keine U-Boote mehr. Ach doch, da sind noch ein paar. Oh! Da brauchen wir ein kleines bisschen Reparatur. So, reparieren, reparieren, reparieren. Müsste dann die Luftwaffen geblubber sein. Legt Einheiten in der Hoffnung, seine Luftbasis zu unterstützen. Sorgen Sie für Verstärkung und bekämpfen Sie ihn. Risa Ende. Oh, da sind noch viele U-Boote. Da muss ich mich, glaube ich, einmal zurückziehen.
Oh, ist da ein Radarstörer mit bei? Ach ja, hier. Die T1-Fregatte. Die Zerstörung der Luftabwehranlagen auf der Insel ist der Schlüssel zu meiner Taktik, Ritter. So soll es geschehen. Risa Ende. Drei U-Boote haben wir noch. So, bleib mal kurz stehen. Ich habe halt leider echt keine Torpedoabwehr. Keine U-Boote mehr. Da haben wir vercheckt, was zu bauen, ne? Abhaut. Ich werde auf die gleiche Weise antworten. Mhm. Ich werde nicht zulassen, dass sie diesen Planeten säubern. Eindeutig mehr U-Boote. Ach, guck mal an, wir sind da kaputt gegangen. Besiegen Sie den Junior Commander. Okay, das ist wahr. Sie ist ein bisschen so ein Show-Off, ne? Sie hat Schilde, sie hat T3-Fabriken und ich bin da unten und muss mich mit den Krümeln begnügen. Ist ein bisschen gemein.
dann machen wir mal 10. Ach, da sind sie. So, 4. Dann nochmal ein Sonar. Fertig bist, lassen wir den Commander. Hier unten patrouillieren. Damit er die immer schön repariert. Komm, einfach Massenschlacht. Gucken dann, wo der Commander ist und yalla, gib ihm. Jetzt verheizt sich da vorne meine U-Boote. Aber eigentlich dürfte der gar nicht mehr so viel haben, oder? Pedobomber werden jetzt auch was Feines. Ich könnte hier auch ein paar U-Boote kreuzen lassen. Fällt mir gerade mal ein. Schad an das Schiff. Oh. Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Zeigen Sie mir Ihre Tapferkeit im Kampf, Ritter. Zerstören Sie diese Luftabwehrstellungen. Oh. Was ist das denn? Jetzt zwei Kreuze. Oh, wo gehst du denn hin? Okay, der will wieder nicht reparieren. Schön einzeln rüberziehen. Das ist die mächtige Aeon Erleuchtete. Ich bin nicht beeindruckt. Der Rest von euch hat keinen Bock mitzumischen. Also so sehr verteidigen tut die Torpedo-Verteidigung aber auch nicht, oder? Oha. Mhm. Jetzt zieht sie aber alle Register.
Okay, das ist irgendwie geil. Ist der Commander gerade mal ins Wasser gegangen. Hätten wir genug U-Boote gehabt, hätten wir ihn platt machen können. Meine U-Boote sind gerade drauf gegangen. Angriff auf Commander Benny! Oder Bernie. Bernie? Benny? Ich glaube, es ist Benny. Ich habe sogar ein paar Bomber. Das könnte lecker werden. Flieg und Sieg! ACU explodieren sehen. Es freut mich, dass es nicht Sie waren. Dieser Ende. Ich glaube, Mauern sind einfach nur dazu da, dass die Gegner nicht in die Verteidigung reinlaufen können. Stammwerfer, wirklich? Das ist echt gemein. Der Luftabwehrturm ist ausgeschaltet. Hervorragend. Jetzt sehen Sie, wie wir die volle Kraft der Erleuchteten demonstrieren. Risa Ende. Das Ding ist assi. Das größte Problem ist nicht, dass es extrem stark ist, was es ist. Aber wenn es abgeschossen wird und auf dem Boden landet, ist faktisch alles, was drunter ist, tot. Aber gesagt, sie ist ein Show-Off.
Darf ich das? Na sowas. So, Operation abgeschlossen. Turnier. Operation Zweikampf. Was ist Turnier oder Zweikampf? Operation Zweikampf ist ein Erfolg. Ich habe den Commander der UEF vor einigen Stunden besiegt und die Sicherung des Planeten abgeschlossen. Die Gutachter sind bereits eingetroffen und werden in Kürze ihre Arbeit aufnehmen. Ritterin Keldas Einsatz war zufrieden. Ach so, das sind dann halt nur Weiber oder wie? Mhm. Gut, also hier sind wir mal ein Mädel. War zufriedenstellend. Mit etwas mehr Erfahrung wird sie ein wertvoller Commander. Ja, passt. Komme ich mit klar. In diesem Sinne, wie immer, liked, kommentiert, hilft mir sehr beim Algorithmus und danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.